heute? Hi! Hier ist der Alexander, mein Enkel. Der ist auch da. Ja, was machen wir? Wir haben da 1 Zentimeter höher gebraucht und brauchen da jetzt von da weg bis da eine Schräge. Die werden wir mit dem Messer schneiden. Ja, das stimmt heute. Und das Grüne ist auch weg. Also. Da machen wir jetzt eine Schräge runter bis auf 0. Ja. So, passt. Und da müssen wir das genauso machen. Ja, und hier auch. Bis auf 0. Opa, siehst du, da ist ja auch noch ein bisschen grün. Das passt schon. Zum Verständnis, er hat sonst immer leise sein müssen, wenn ich gefilmt habe, aber er darf jetzt dabei sein. Weil die Eltern Erlaubnis gegeben haben. Genau. Wir werden da, den drucken wir gerade aus, dem Portal, einmal dann befestigen. Dann brauchen wir noch die Innenwand. Dann kommt erst eben die Tunneldecke drauf, damit ihr wisst, was der nächste Schritt ist. Wir müssen jetzt dann natürlich weiter rein die Schotterung noch machen, weil das ist ja sichtbar. Und das werden wir jetzt machen, weil das müssen wir alles machen, bevor wir die Decke fertig haben. Und ja, wenn es wackelt, tut mir leid, ich habe das Stativ genau auch auf dem Tisch, wo wir arbeiten. Aber ich wüsste jetzt nicht, ich bekomme erst ein anderes Stativ, ich wüsste jetzt nicht, wo ich den hin tun soll, sonst da. Das heißt, wir werden jetzt einmal da vorher schon mit einem Pinsel vorleimen. Dafür werden wir jetzt da flüssigeren Leim da reingeben, der ist recht flüssig. Wie gesagt, das kann man natürlich auch selbst abmischen. Ich habe es einmal gekauft, um zu testen, wie das so ist. Und das werden wir jetzt da einmal mit Leim einschirmen, schmieren. Opa hat Einschirmung gesagt, Leute. So, das wird in Zukunft ein bisschen lustiger werden, wenn der Clan immer dabei sein wird. Machen das da bis um die Kurve. Opa, ja. Wenn es bis zur Kurve ist, sollte das nicht auch ein bisschen schräger werden? Nein, Schatzi, da haben wir eh alles schon vorgegeben. Weil dünnerer wäre noch besser. Weil dann fährt der eine Zug in die eine Richtung, der andere auch in die andere Bahn. Ja, wir haben aber nur eine Richtung der Reihe. Vielleicht kann man mal die Bahn vergrößern, dann können wir zwei draus machen. Ja, das wäre cool. Ja, da brauchen wir aber mehr Platz. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Na ja, siehst du, wir sind mal schon ganz schön voll da. So, da wäre ich nicht so. Am wichtigsten ist, glaube ich, jetzt einmal der Rand, damit die Steine nicht so weit runterfallen. Ich werde es jetzt noch einmal probieren mit diesem Streugerät. Oder jetzt einmal. Alexander weg mit dem Kopf. Wieso soll das ein Gerät sein? Na, Hilfe halt, gell? So, schauen wir mal. Wow.
dick ist. Ja, so. Jetzt müssen wir das ein bisschen mehr aufteilen. Ne? Also bin ich immer nicht dafür für dieses Gerät, sondern bin noch immer dafür, dass man die Eisenbahn schaffen. Dass man das eben mit dem Löffel selber macht. So, wichtig ist, dass bei den Schienen selbst die Steine weg sind. Da ist es manchmal auch gut, wenn man da zum Beispiel ein Steinchen mit dem Messer irgendwas, was halt so, dass die Steinchen wirklich weg sind vom Gleis. Der Schiene selbst, das ist, da hat man eben dann beim Fahren ein bisschen ein Problem. Gut, das ist ja noch eins, das ein bisschen knapp ist. Gut, diese Pimpetten, die füllt ihr mal mit diesem flüssigen Leim und gebt es dann schön vorsichtig da drauf. Also wie gesagt, wenn zu viel ist, kann man das wieder runtersaugen. Wieso machst du das voller Vorab? Na, das ist Kleber. Du machst das voller Kleber? Damit die Steine dann drauf bleiben. So, das überschüssige Leim nennt man aufsaugen und dann wieder da rein. Na, weil ich jetzt viel erwischt, deswegen tue ich das wieder ein bisschen absaugen. Gut. Dass das jetzt so weiß ausschaut, das ist normal. Das ändert sich aus. Ich sehe den Steil da vorne. Der ist schon fest, fertig. Da sieht man von dem Leim dann nichts mehr. Ja, jetzt haben wir den Teil da fertig. Ja, jetzt müssen wir das trocknen lassen. Und wenn das trocken ist, dann wird das noch abgesaugt, damit die Steinchen, die was überschüssiger sind oder nicht kleben, weg sind. Und dann wird die Schiene gereinigt. Passt. Dann haben wir auch diesen Teil gemacht. Und müssen dort dann jetzt noch weitermachen.
Aber das zeige ich jetzt heute euch nicht mehr. Und ja, damit sind wir mal da wieder mit dem Steinchen verlegen ein bisschen weitergekommen. Gut, so schaut es jetzt aus. Mit dem Leim noch dazu. Ich wollte jetzt erst eigentlich im Tunnel nicht, aber ich habe mir gedacht, nein, ich weiß, dass es dann nicht ist und das stört mich. Deswegen habe ich jetzt den kompletten Tunnel auch beschottert. Sind wir jetzt bis zur Brücke. Jetzt müssen wir warten, bis es trocken ist. Dann saugen wir es ab. Dann schauen wir, dass wir die Gleise reinigen. Danke, dass ihr zuschaut und wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like nach oben und sonst könnt ihr auch uns abonnieren. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.